Ich habe nicht einen Ast dabei. Das ist wieder für so wundervoll. Könnte okay, ich mir nicht mal meinen Baumstammlager fertig machen? Könnte ich da auch mal Bäume lagern? So. Das da drüben auch Rehe und ich hab hier Häschen. Ja, es war deine Entscheidung, da zu bauen. Ich habe dir, glaube ich, davon abgeraten. Mach hat Nutstock. Was? Nein, du machst einfach nur wirklich dumme Sachen. Mache es besonders schwer. Oh nein, Mutanten! Das tue ich ja sehr gerne. Oh fuck! Oh fuck, wer ist Den es? Oh, es ist Klaus. Scheiße. Ich bin dazu nicht bereit. ja, sollst du ihn zu mir rüber schicken, nicht, weil ich bin erst recht nicht bereit dafür. Kann man brennende Pfeile machen? Fuck, ich habe keinen Alkohol, aber ich Noch mehr kann. Garten Was? Bayern. Was brauchst du? Bären, Bären, Bären. Scheiße, wir haben keinen Bärenbeutel. Müssen es die normal schaffen. Ich mache mir gerade ein Bein. Guten Abend, Herr Klaus. Bereit zu sterben? Ich bin's. Uiuiui. Okay, er ist nicht mal langsam. Oh, der wird Pfeile fressen. Na dann, gut's gelingt dir. Ja, du, noch bin ich gut dabei. Ich hab grad einen Baum umgeschossen, aber Ich gehe Bäume sonst, fällen. ich. Er hat halt auch keinen Kopf, auf den man zielen könnte. Okay. Lol, er ist tot. Was ist Nice. er? Was ist er? Der Typ mit den vielen Armen, den kennst du bestimmt. Nö, bestimmt nicht. Bringt der Aber der irgendwas? gibt's. Meine Fresse. Ja, Mutantenhautrüstung, die beste im Spiel und kann man ihn tragen oder eher so nicht? So halb. Es bringt wirklich was, den zu töten, oder? Ja, natürlich bringt's was, ihn zu töten. Ich habe jetzt Mutantenhautrüstung, was ich einmal machen. Ich werde jetzt einmal speichern und dann werde ich mir einen kompletten Mutantenhautrüstungsständer einmal machen. Weil die willst Ja. du haben. So. Einmal gespeichert, jetzt gucke ich, Wenn ob ich einen. du die duplizieren kannst, dann nehme ich da, das ist praktisch. Ja, kann ich. Dafür ist das gut und deshalb war es auch gut, dass ich ihn gekillt habe, weil dann hast du halt essentiell scheiß viel Leben. So, zwei Stöcke. Bin Blätter mal habe ich zu ja eh blöd. genug. Dann fackel ich ihn mal ab oder gebe mein Bestes dazu. Wenn man zu blöd zum Holzfällen ist, dann ist ja auch blöd. Kann man auch einem nicht mehr helfen. Okay, sind Stöcker. So, tun Brauche wir Stöcker. Bestes. Ich brauche Stöcker. Ja, Mutanten lassen sich nicht mehr abfackeln, schade. Der liegt jetzt hier, der existiert da. Oh, man kann ihn enthaupten? Kannst das Trophäe mitnehmen? Ihhh, aber ja, mache ich. Dann mache ich hier meine Trophäenwand hin. Ihm sonst noch irgendwas abhacken. Ich habe mein Feuer kaputt gemacht, glaube ich. Vielleicht kriege ich jetzt so langsam meinen Baumstammlager weg. Nö, der liegt jetzt einfach hier. Schade. So, Stöcke. Stöcke. Also Stöcke gibt es hier gerade im Moment relativ gut. Ja, bei mir im Wald dort hinten auch.
Aber einen Vorteil habe ich, hab die Höhle hier direkt vor meiner Haustür. Ich habe hier auch eine. Ah, sehr schön. Und ich habe bei der Location, bei der ich mein richtiges Haus bauen werde, auch eine. Da sollten wir mal vielleicht aus Interesse da reingehen. Da mal reingehen und mal gucken, ob wir uns treffen. Es ist wahrscheinlich dieselbe Höhle, aber warum sollten wir das tun? Ich will jetzt erst. Heute will ich erstmal ein Lager haben. Heute gehen wir nicht mehr in die Höhle, das vergiss mal. Ja, deshalb, wir haben ja auch schon 21 Uhr. Eine Stunde für ein halbwegs brauchbares Lager ist okay, denke ich. Ich meine, meins sieht hier ziemlich scheiße aus mit dem schwebenden Boden, aber geht schon. Bis zum Ende des Streams habe ich jetzt hier wahrscheinlich meine Brücke fertig. Bevor ich einen Fehler mache. Ich komme halt wahrscheinlich nicht weit. Viele habe ich noch. Ich habe noch genau... Na toll, jetzt das Ding der Löhrchen kommen. 3. Ja, reicht. Jetzt habe ich eigentlich eine Baumstammlager. Das ist ein Upgrade. Ich will jetzt erstmal die Rüstung fertig haben. Das heißt, ich werde quitten und reingehen, bis ich die Rüstung fertig habe. All keine Ressourcen werden verschwendet. Warte mal, kannst du Baumstämme duplizieren? Das habe ich versucht. Nein, geht nicht. Ich kann nämlich nicht speichern, während ich Baumstämme trage. Aber das wär natürlich ein Luxus. Da bräuchst du nie wieder Bäume fällen. Ja, das hatte ich ja vorhin versucht, aber das ist leider nicht mehr drin. Das wäre so eine leichte, so ein guter Bug. Hallo? Darf ich hier raus? Oder? Oh, das ist die Tür. Ah, verdammt, das Essen haut ab. Ja, Baumstämme sind halt leider so ziemlich das Einzige, was ich nicht... Das war der Boden, sehr schön. Was ich nicht duplizieren kann. Schade, das wäre praktisch gewesen. Ja, ich weiß. Deshalb wollte ich es auch tun, habe ich ja gerade gesagt. Aber was nicht ist, ist halt nicht. Ich meine, wir wollen uns nicht beschweren. Ich meine, das ist schon... Es ist schon super witzig, dass ich das überhaupt kann. Weil dieses Spiel so unglaublich schlecht optimiert ist für Multiplayer, aber... Ich liebe es. Weil uns da so viel Scheiße. Zeit spart. Das ist wirklich ein Dorf in der Nähe. Nicht dein Ernst! Du hast nicht ernsthaft wieder von einem Dorf gebaut! Ich habe wirklich wieder von einem Dorf gebaut. Oh mein Gott, das ist ja zu gut! Du bist einfach ein Naturtalent im Auffinden von Dörfern, wenn du es nicht willst. Ganz genau. Ah, schön. So muss das. Und ich währenddessen große Pläne. Ich weiß, was ich genau tue. Baue mir hier aus Spaß einen Außenposten. Töte den ersten Mutanten. Ja gut, ich wusste noch nie, was ich machen wollte. Ich weiß, das ist halt extrem schlecht in Survival-Spielen, aber ich liebe es gerade. Das macht's spannender. Das macht es vor allem lustiger für mich. Und für die Zuschauer. Nein, ich glaube, für die ist es extrem deprimierend. Ich glaube, es wäre wirklich besser, wenn ich aufnehmen würde und streamen, aber das wird nicht passieren. Mitgefangen. Ja. Ich glaube, der Wald ist wirklich näher dran. Ich hole mir nicht um aus dem Wald hier. Nice. Aus dem Wald, der vielleicht nicht direkt am Dorf liegt. Muss ich mir mal Sachen. Gut, ich bin übrigens voll von Stöcken. Könntest du mir ja welche rüberbringen? Sobald ich meinen Charakter gespeichert habe und ein volles Inventar Stöcke duplizieren kann, ja. Stöcke kann ich immer gebrauchen. Ich kann auch hier an unserem Außenposten einfach eben mal Stöcke lagern. Jetzt mal Stöckenlager hinpacken bei mir und dann da Sachen reinpacken. Okay, es sind genau 10 Stöcke, die man haben kann. Das heißt, ich muss so 4-mal pro Ding rausquitten und neu starten. Ich habe ja Gott sei Dank einen Rechner, der das innerhalb von ein paar Sekunden schafft. Na dann. Okay, dieser Baum will nicht gefällt werden. Ja, das passiert. Oh, aber ich habe ihn gefällt. Boah, stärker als der Baum. Und die Koffer respawnen. Also die Koffer direkt vor unserer Haustür. Meine Haustür. Das ist schön. Das heißt, ich habe auch einen Vorrat an Pfeilen und Leuchtfackeln und dem ganzen Shit.
Schön für dich. Ja, für dich auch. Du benutzt das hier mit. Momentan baue ich hier noch an meiner Treppe. Ja. Hey, wo habe ich Schaden von gekriegt? Oh, weil ich verhungere. Dann ist alles was. Klar, das macht Sinn. Basic Fire wollte ich sowieso bauen. Dann nehme ich mir einen von den vielen Stöcken hier. Oh, die Stöcke respawnen auch, wenn ich rausquitte. Weil ich dann quasi nicht mehr in der Respawn-Liste bin. Das als ist Spieler. Gut. Okay, das ist sehr cool. Hier verbrannt das Fleisch. Okay, ist zwar immer noch unterm Boden, aber sei drum. Dann stört es wenigstens optisch nicht. Dann quitte ich nochmal raus. Dann kann ich den Rüstungsständer fertig bauen und meinen Hunger annullieren. Oh, ich habe Besuch. Hallo. Die Pfeile und das ganze Zeug respawnen tatsächlich einfach instant. Das ist nice. Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe den perfekten Cheat für The Forest gefunden. Hervorragend. Und ich werde ihn benutzen. Sind die Baumstämme auch die Baumstämme auch? Die Baumstämme sind das Einzige, was nicht funktioniert, wie gesagt. Das wäre natürlich auch noch gut. Wie krieg ich denn die Schildkröte kaputt? Indem du draufhaust. So, Cola ist gesoffen. Nochmal den einen Stock hier. Ach gefällt. Du Scheiße, Mord, ich bin tot. Komm mal bitte. Verdurst du oder verhungert? Erschlagen worden. Kommst mal schnell rüber. Ich hab hier, wurde gerade von dem Gegner erschlagen. Na, ich kann eh jederzeit respawnen. Komm mal schnell, geht's. Komm schnell. Schnell. Ich komme mit Fallschaden. Mach den Leroy Jenkins. Kann ich tun. Und werde ich auch tun, weil ich habe ja keinen Nachteil mehr dadurch. Ja, auf. Selbstmordattentäter. Ich komme. Zünd dich an und brenn wie eine brennende Fackel. Durch und durch. Ich kann versuchen, meine Waffe anzuzünden. Aber ich glaube, die Hälfte ist schon vorbei. Also ich belebe mich erstmal wieder. Ja, ich komme gerade zu dir rüber. Ich brauche auch ein bisschen. Oh, lol, du bist hier. Du hast den Typ erledigt. Ja, aber er hat mich erledigt. Also. Alles gut. Dankeschön. Ich fackel ihn ab. Ich brauche ihn zum Essen. Komm einfach zu mir rüber. Ich habe Fleisch. Unmengen. Klaut er mir jetzt auch noch mein Essen? Ja, ich klau dir deine Knochen. Ich hab immer noch keine Rüstung. Ja, ich mach dir doch grad welche. Und mir auch. Wann ist denn die Schildkröte endlich alle? Ich kann sie noch nicht aufheben. Oh, ich hab 9 Knochenrüstungen. Nee, du lebst noch. Wie stark ist denn so eine Schildkröte? Keine Ahnung, überhaupt nicht. Ich hab schon wieder so einen Bastard hier. Ich brauch nochmal Wiederbelebung, Mordi. Ich renne. Ich hab die Knochenrüstung gerade abgegeben. Diesmal waren es 2 gegen einen. Ich seh's doch. Alles gut. Kommt ihr Jungs rüber. Ich hab versucht, die Schildkröte zu schlagen. Moin. Ja. Ich mache hier gerade Liegestützen, also sobald du bereit bist. Hey! Immer wieder bei denen, bitte. Boom, voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Wenn ihr von hinten kommt, wäre die Schildkröte Opfer.
Nummer 1 ist tot. Nummer 2 hat. Nummer 2 hat sich gerade selbst ersoffen. Okay, dann kommt's mir. Ich hab die Hälfte schon vorbei. Alles gut. Wird langsam Zeit. Moment. Ich sterb hier gleich. Ich hab mal eben den Schildkrötenpanzer geholt, ne? Ein Viertel noch. Vielleicht bin ich tot. Ich bin direkt neben dir. Ich hab grad die Schildkröte, für die du 3 Stunden gebraucht hast, mit dem Bogen erschossen. Also komm. Dankeschön. Tu nicht so, jetzt werde ich rübergehen, werde mir Medizin reinballern, beziehungsweise einmal Medizin droppen. Wo ist die Schildkröte? Hast du die auch mitgenommen, oder? Den Panzer hab ich. Ich werde mich jetzt speichern, dann haben wir so viele, wie wir brauchen. Nimm dir alles mit. Wie immer. Ja, natürlich, weil ich bin derjenige, der einfach das Zeug dupen kann. Deswegen wurde ich 2-mal getötet, wegen dieser Schildkröte. Ich weiß. Das Zeug mit. Ja, damit wir unbegrenzt davon haben. Ich habe diese Superkraft und ich werde sie missbrauchen. So, einmal speichern. Jetzt kannst du mir sagen... Was ist denn das hier? Ich bin schon wieder... Was ist denn mit dir? Ich weiß es nicht. Das ist hier, das Dorf ist eigentlich weit genug entfernt. Das ist meine Fresse. Dann nimm dir eine Waffe und schieß halt mal drauf. Ich habe keine Probleme drüben bei mir. Meine Fresse. Ich kann gleich nicht mehr. Ich höre sie doch lachen. Meine Fresse. Ich treffe nicht. Ja, das ist dein Problem. Warum treffe ich nicht? Der steht direkt vor mir. Ich bin zu blöd zum Schießen. Voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Nice. Nochmal einen reingesetzt, die Pfeile mitnehmen. Meine Fresse, kann man hier nicht in Ruhe Bäume abbauen. Nee, und kannst du nicht. Übrigens, du darfst den Typen gern mitnehmen. So, ich kann ihn nämlich nicht rüberschleppen. Ja, lass ihn liegen. Ich guck mal, ob ich ihn irgendwie zu mir rüberkriege, ansonsten lasse ich ihn liegen. Meine Fresse. Aber ich weiß, wie man sie. Also sie liegen ganz nett unten auf dem Boden vom See. Oh, ich bin zu dir geschwommen. Falsche Seite. Yep. Ja, ich habe ein bisschen wenig Leben. Ich glaube, ich sollte mal kurz mein Leben wieder füllen. Das wäre nicht schlecht. 2 Medizin hätte ich auch noch, also... Wer redet hier von Medizin? Ich wiederhole, ich hab diese Macht und ich werde sie missbrauchen. So sehr, wie es so geht. Dann kannst du mir ja alle Medizin überlassen, wenn du es nicht brauchst. Das war sowieso der Plan. Ich brauche nur einen Medizinschrank, damit wir hier einen gefüllten Vorrat haben. Das habe ich dir, glaube ich, schon 3-mal gesagt, dass wir das sowieso machen werden. Dann baue ich bei mir einen Medizinschrank, dann kannst du das Zeug bei mir reinlegen. Ich mache das in unseren gemeinsamen, weil ich brauch's vielleicht auch mal. Alter, ist das mühsam hier. Oh, noch ein Reh! Ein weiteres. Hier an der Reh-Spawn-Location. Ich brauche noch 6 Holz, dann haben wir das hier fertig. Kann ich da oben weiterbauen. Mach ich da auch. Kann ich vielleicht irgendwann mal langsam ein Haus aufbauen. Ja. Dann tu das. Als nächstes kommt jetzt erstmal die Basic-Plattform. Was für eine Plattform? Ich baue da gerade eine Treppe hoch und dann mache ich dort oben über den Fluss. Ja, es wird übrigens gleich Nacht. Wir könnten dann schlafen gehen. Ich habe immer noch kein Haus hier. Bau dir doch wenigstens so ein Basic-Ding, damit du schlafen kannst. Das habe ich doch, aber das ist ja weggegangen. Ich habe keinen Stöcker. Oh mein Gott. Warte, ich komme zu dir rüber. Möchtest du diesen Außenposten als dein Haus haben? Nein. Belastend. Ja, dann komm rüber zu mir. Wollte ich noch den Baum zu Ende fällen? Okay, ich komm mal rüber zu dir. Können wir nicht mal schlafen? Endlich bist du mal damit einverstanden. Das
letzte Mal wollte ich die Nacht. Ja, zum 100. Mal, dann sind wir zumindest synchron. Auch wenn du jetzt schon wieder viel zu lang brauchst eigentlich. Ich komme doch schon, ich schwimme wie nix. Ja, cool, wir haben auch mitten in der Nacht schon. Ich sehe bloß nix. Jetzt komm endlich hoch. Ich bin doch schon dabei, meine Fresse. Find mal hier im Dunkeln den Weg. Du hast ein L. So, wenn es dann mal funktionieren würde. Kriegst du es hin, Z zu drücken? Nein, krieg ich nicht. Ist relativ auswegslos. Ah ja. Ah, Survival ist 5 Tage. Schön. Ah, ist das Sonnenaufgang? Perfekt. Na dann, rüber. Ich brauche mal was zu essen. Hättest du was zu essen für mich? Nein, gerade nicht. Das ist gut, weil ich bin wieder am Verhungern. Besorg dir dein eigenes Essen. Ich bin nicht hier, um mich um dich zu kümmern eigentlich. Ich nehme aber die Rüstung mit hier, oder? Nein, lass die Rüstung erstmal da. Die ist noch nicht vollständig. Das ist schlecht. Kann ich die wieder ausrüsten oder kann ich die wieder... Okay, ich nein, wir haben... Tu mir einen Gefallen und fass einfach die... Ich habe einen Teil ausgerüstet. Ja, ich rüste die aus. Hä? Achso. Ja, tu mir einfach einen Gefallen und fass die Fleischrüstung nicht an. Bis sie vollständig ist. Okay, ich habe eine der Rüstungen jetzt mitgenommen. Zumindest zum Teil. Alles, zum Teil. Alles gut, wenn du bei den Knochen bist, die kriegen wir relativ leicht, die Mutantenrüstung erstmal nicht. Bin mir nicht sicher. Sieht aus ist wie eine Knochenrüstung. Ja, dann ist gut. Ist ziemlich weiß. Na komm, Mittagessen. Alter, mein Mittagessen haut ab. Das ist zu schnell für mich. Ich könnte dir auch eine Lurchrüstung erstmal geben. Eine Lurchrüstung? Ja. Ist so die schwächste, aber am einfachsten. Dann speichere ich meinen Charakter. Den Lurch auf was? Beiden Sachen wieder ran. Was glaubst du, woher diese Sache kommt? Tja. Ja. Genau. Ich dachte ja, dass du durchaus von... Ja, du weißt schon, woher kommt. Muss das aussprechen. Oh Gott, du bist wirklich... Wie lange verfolgst du diesen Mann jetzt schon? Nie wirklich durchgehend, Molly. Nie wirklich durchgehend. Ja, ich meine nur, wie schaffst du es, dich als halbwegs so ein bisschen Fan zu bezeichnen und nicht das eine Let's Play, was ihn wirklich bekannt gemacht hat neben Minecraft und was er bekannt gemacht hat neben Minecraft zu kennen? Wie geht das? Ich wusste nicht, dass das legal und möglich ist. Nee, Minecraft. Oh, moin! Brauchen wir noch 4 Baumstämme? Mach die zerstörbaren Strukturen aus! Ja, das mache ich gleich. Sekunde. Bin hier wieder zu langsam. Das sehe ich gerade, weil die gerade aktiv mein Haus angreifen. Jetzt nicht mehr. Das ist gut. Ich habe übrigens nicht Terms... Ich habe gerade Terms of Service verletzende Bilder hier in meinem Spiel. Okay. Wie kommt das? Brüste. Sehr viele, sehr nackte Brüste. Ah ja. Das ist kein Problem, wenn es im Spiel ist. Oh nice, ich habe Besuch. Nein, jetzt ist das Zeug auf. Und ich brauche eventuell gleich wieder eine Wiederbelebung. Sorry, ich muss mich jetzt erstmal kurz reloggen, damit ich die Rüstung fertig krieg. Keine Panik, ich hab ihn.
Wo ist mein Feuer? Ich habe mich ja ziemlich gut versteckt. Oh nein, da ist noch, das ist sein Kumpel. Ach du Scheiße, kommt der von oben. Scheiße, Mann. Irgendwie kriege ich es manchmal nicht mit meiner Axt zu schlagen. Und wie ist der? Ja, der Delay ist manchmal ziemlich übel. Hilfe, ich brauche Wiederbelebung, Modi, ich bin tot. Komm mal, ja, schön, rüber. Und ich werde hier gerade angegriffen. Beziehungsweise mein Haus wird angegriffen. Hast du die zerstörbaren Strukturen tatsächlich aus? Ich hab's ausgemacht. Kannst du bitte mir helfen, komm? Nein, ich hab hier selbst Angreifer. Wenn du stirbst, dann ist das dein Problem. Ich bin am Arsch. Voll in die Brust. Und ins Auge. Wenn du mal Zeit hast. Ich hab mal auf gut Glück geschossen, vielleicht habe ich jemanden getroffen. Und nein, ich hab dafür halt legit gerade keine Zeit. Ich hab selbst hier gerade zu kämpfen. Mein Gott, du musst unbedingt nah an so einem scheiß Dorf bauen. Tja. Dass sie gerade auch voll zu mir längst, ist dir klar, oder? Jetzt kommen hier nämlich 5 Leute auf mich zu. Ich werde den Bau jetzt bestimmt nicht mehr abbrechen. Jetzt, wo ich es fast fertig habe. Jetzt habe ich diese schlechte Location ausgewählt, könnte jederzeit mit der Axt kurz das ganze Zeug abbrechen mit X, aber warum sollte ich das tun? Es wäre doch dumm. Bei dir oder bei dir war vorhin Mutant, Mordi. Weil du mal nicht rum. Ja, den ich easy weggemacht habe. Aber gut, mehr Knochen für mich. Bei dir ist da deutlich. Bei dir ist übrigens da drüben deutlich mehr los als bei mir. Ich habe ja ab und zu mal einen einfachen. Die kommen alle von deiner Seite vom Fluss. Alle. Die kommen zu dir, nicht zu mir. Ja, weil ich gerade noch am Leben bin und du nicht. Wie viel hast du eigentlich noch? Reicht's doch, wenn ich zu dir rüberrenne oder soll ich's lassen? Nee, ich bin tot. Alles gleich, seh's. Ich hoffe, ich finde mein Zeug wieder. Es wird markiert. Wie immer. Das ist wieder eine Stunde Weg bis hin. Ja. Und im Flugzeug ist übrigens nichts respawned. Hier habe ich nichts zu essen. Wunderschön. So, und die Jungs brennen. Das wird knochenfest für mich. Und ich habe schon wieder keine Axt. Dann musst du hast du in unserem ersten Lager ist noch das Waffenregal. Ich will jetzt direkt zurückrennen. Oder so, gut. Ich habe es dir nur vorgeschlagen, weil das ist noch da. Dann müsste man noch da sein. Und ja, zerstörbare Strukturen sind definitiv aus. Jetzt bin ich natürlich komplett ausgehungert. Das ist natürlich. Ja, das ist vielleicht problematisch. Potenziell. Bei Essen gibt es da drüben, glaube ich, nicht. Gibt es nur in unserer alten Hütte noch Essen, oder? Müsste, wenn du nicht alles mitgenommen hast. Wie gesagt, da haben wir ja eigentlich unser Lager so halbwegs gehabt. Wie ich mich kenne, habe ich natürlich wieder alles mitgenommen, aber. Ja, ich weiß, weil du nie taktisch denkst. Ich mach Knochenrüstung, weil wir haben ja kein Dingens mehr. Alter, ist das nervig. Ich kann auch nicht richtig rennen, ohne. Ah, das ist die Hütte. Da steht eine Rüstung, sehr schön. Ja, deshalb habe ich sie hin, für den Fall, dass einer von uns richtig drauf geht. Also, für den Fall, dass du richtig drauf gehst, weil ich kann im Todesscreen immer noch einfach reloggen. Was einiges an Arbeit und Zeit erspart.